Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meier. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Unser Sponsor, der das diese Woche möglich macht, ist der neue Fitnessclub The Ray in der Alster Schwimmhalle. Am besten noch heute Mitglied werden und den Sommer gratis trainieren. Heute befrage ich die Vorständin von der Agentur Fischer Appelt, Eugenia Lagemann. Ahoi, Frau Lagemann. Ahoi. Liebe Frau Lagemann, eine starke Demokratie ist unser höchstes Gut. Dafür braucht es jede Stimme. Das sagt Carola Veit, die Bürgerschaftspräsidentin, und hat sie quasi im Namen der hamburgischen Bürgerschaft beauftragt, eine Wahlmotivationskampagne umzusetzen. Fischer Appelt ist eine Kommunikationsagentur. Da sitzen lauter kreative Menschen und sie haben sich jetzt überlegt, das nennen wir Wähl, was dich bewegt. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Gibt es da eine Menge Rotwein ab 22 Uhr oder wie ist man kreativ? Ja, ich glaube, nee, es gibt ganz viel Wasser, weil man das relativ nüchtern angucken muss, leider erstmal. Wir haben bei der Bürgerschaftswahl oder jetzt auch haben wir Europa- und Bezirksversammlungswahl vor allem die Situation, dass wir eine heterogene Wahlbeteiligung haben. Also das heißt, wir haben einen Riesenunterschied zwischen der Vettel und Hamburg-Ohlstedt. Und da ist natürlich wirklich das Hirn gefragt, zu prüfen, wie kriegen wir das hin, dass wir die Wahlbeteiligung überall ähnlich hoch kriegen. Ähnlich hoch heißt immer natürlich jenseits der 60%, also unter 60% ist man relativ unzufrieden. Und man weiß natürlich auch warum, weil das Parlament dann im Prinzip nicht von allen Bürgern und Bürgerinnen gleichermaßen legitimiert ist. Und deswegen war es vor allem in der Strategie und in der Taktik extrem wichtig, mit einem kühlen Kopf darüber nachzudenken, wie man es wirklich schaffen kann, Leute zu erreichen, die vielleicht seit Generationen nicht wählen. Und das ist gar nicht nur eine Aufgabe dann sozusagen der Kreatividee, sondern sozusagen der Verzahnung von einer smarten Analyse und einer guten Strategie mit einer Kommunikation, die dann passt, um dieses wirklich große Problem dann auch zu lösen für Hamburg. Erzählen Sie mal was aus Ihrer Analyse. Ich frage mich ja, vorletzte Woche war Schlagermove, da gehen dann irgendwie eine halbe Million Menschen hin, die suchen sich bunte Klamotten aus, schlimme Perücken und lernen auch noch schlimme Schlagertexte auswendig. Sie schaffen es aber nicht, mal 10 Minuten zum Wahllokal zu gehen oder sich 5 Minuten zu überlegen, wo mache ich mein Kreuz für die Briefwahl. Woran liegt denn diese Trägheit? Da gibt es diverse Gründe. Also ein Grund, den wir auch rausgefunden haben, ist, dass es in bestimmten Umfeldern einfach eine traditionelle Wahlmüdigkeit gibt. Also da gibt es wirklich Communities, da wird seit Generationen nicht gewählt. Da ist das Thema sozusagen eins, das einfach ausgeblendet wird. Und dann gibt es natürlich Leute, die akut träge geworden sind. Das kommt dann durch Frust, auch mit Gegebenheiten natürlich. Und es gibt die Fraktion, die die Wahl für wahnsinnig kompliziert hält. Also das Wahlsystem ist auch nicht ganz, ganz einfach. Das passt auf jeden Fall auch nicht so ganz auf einen Bierdeckel, wenn man das erklären will. Und dieses, sag ich mal, vermeintlich Komplexe führt auch dazu, dass viele Leute sich dann doch nicht an die Urne begeben, weil sie sagen, oh, das ist mir jetzt hier auch alles zu tüdelig und meine eine Stimme und das lassen wir jetzt lieber gleich. Also 3 große, sehr unterschiedliche Gründe, die dazu führen, dass nicht überall ganz, ganz rege gewählt wird. So, und Sie haben jetzt eine Kampagne entwickelt. Dazu wird auf verschiedenen Kommunikationswegen beworben. Also natürlich bei Social Media, aber auch in der S-Bahn kommt mir das entgegen. Wenn ich jetzt aber doch zu einer Familie gehöre, die über Generationen nicht gewählt hat, warum soll ich mich denn jetzt davon angesprochen fühlen? Muss man die Leute nicht einfach noch eigentlich fast physisch mal einmal richtig durchschütteln und sagen, jetzt geh da hin? Wie erreichen Sie das? Sie haben ja eine ganz besondere Sprache auch entwickelt, ne? Genau, also ich glaube, Sprache ist das eine und dann nochmal, wie Sie auch gesagt haben, nochmal so, wie wir sagen, der Touchpoint. Genau, und ich fange mal mit Sprache an. Also was wir festgestellt haben in allen möglichen Kontexten, auch in politischen, ist, dass wenn man von der Kanzel herab was predigt, ist das meistens wenig von Erfolg gekrönt. Angstmache führt auch nicht immer zum Erfolg, vor allem nicht, wenn man die Leute zu etwas motivieren will, was sie noch nie getan haben. Das heißt, es bleibt einem eigentlich nur das, was oft
Unternehmen und sehr, also Marken sehr gut können, nämlich mit einer gewissen Leichtigkeit und Unbeschwertheit ein Thema sozusagen zu platzieren auf, ja, eine Art und Weise, die sozusagen positiv ist und nicht durch das Negative kommt. Und das ist im Prinzip der Hintergrund unserer Tonalität auch bei der Kampagne. Wir haben einmal eine Tonalität, die vor allem Spaß machen soll, und wir haben auch Inhalte genommen, die die Schwere einfach sozusagen so gut es geht rausnehmen aus der Thematik. Und das hat dann natürlich genau diesen Effekt, dass die Leute nicht das Gefühl haben, es ist wahnsinnig anstrengend, es ist wahnsinnig kompliziert und es ist auch total, ja, das Ding zu wählen, sondern wir haben im Prinzip auf der Metaebene sehr stark kommunizieren wollen, du wählst doch jeden Tag blaues Hemd, weißes Hemd, Lederschuhe oder Sneaker, Müsli oder Butterbrot, wähl auch einfach bei der Wahl, mach dein Kreuz für die Demokratie. Also das ist sozusagen die ganz niedrige Hürde. Wir haben gesagt, wir bringen die Wahlurne von der Kanzel zu den Menschen, um ihnen zu zeigen, da gibt's gar nichts Schlimmes dran und ist auch gar nicht anstrengend und kompliziert. Just do it. Auch die Briefwahl ist ja möglich. Man muss ja nicht mal aufstehen. Genau, das betrifft die Tonalität. Die wird natürlich getragen auch von coolen, auch zielgruppenspezifischen Headlines. Also wir haben sehr junge Motive. Wir haben Motive eher für Leute, die ein bisschen gediegener unterwegs sind. Alles Mögliche soll die Lebenswelten sehr stark in der Tonalität auch abdecken. Und wir haben auch über die Farblichkeit der Kampagne natürlich eine Tonalität noch unterstützt. Also wir haben sehr auffällige, bunte, positive Farben, die parteifremd sind. Das ist ja auch immer so ein Ding. Wir sind ja überparteilich. Es geht nur ums Parlament. Das heißt, wir haben keine Parteifarben, sondern wir sind was anderes. Wir sind das Hamburger Parlament, das Rathaus, die Bürgerschaft, was Lebendiges, was wir Hamburger und Hamburgerinnen mitgestalten. Und dementsprechend sind die Farben ausgewählt. Und dann fehlt noch der Aspekt, wo findet das statt? Sie hat ein paar Anlässe auch schon erwähnt. Also natürlich sind wir in Hamburger U-Bahn unterwegs und auf den Screens. Wir sind auch auf Plakaten zu sehen, in Digital Out of Homes und überhaupt Out of Homes. Aber, und das ist jetzt nochmal wirklich eine Neuerung in dieser Kampagne, wir sind hyperlokal zum ersten Mal. Das heißt, wir gehen vor allem in die drei Hamburger Bezirke, die traditionell nicht die Wahl-Champions sind. Da haben wir den größten Fokus drauf. Wer sind die denn? Das ist Hamburg-Harburg, Hamburg-Mitte und Hamburg-Wandsbek. Auch sehr, sehr heterogen. Also in Wandsbek haben wir natürlich mit Volksdorf zum Beispiel und Bramfeld auch ganz viele Gladiaturen dazwischen. Aber im Gro kann man sagen, in diesen drei Bezirken brauchen wir wirklich deutlich mehr Menschen, die das Parlament legitimieren. Und da fließt auch der größte Effort hin. Und wir kooperieren dieses Mal zum ersten Mal ganz extrem mit kleinen Unternehmen. Also das sind Friseure, Kneipen, Kioske, Nagelstudios und auch Sportvereinen und Institutionen, die so gesellschaftliche Themen vorantreiben. Also wir haben auch zum Beispiel Hanseatic Help als Partner mit dabei. Und über diese Institutionen versuchen wir an Orte zu kommen, wo Politik normalerweise keine Chance hat, hinzudrängen, weil es Orte sind, die vermeintlich keinen politischen, ja, Raum eigentlich einnehmen. Und da haben wir aber unserer Meinung nach, und das erleben wir auch, extrem viele positive Erfolge, weil Leute natürlich noch ganz anders mit Menschen in Kontakt sind. Also wenn Fußballtrainer seinen Fußballkids ab 16 darf man wählen, per WhatsApp ein Motiv schicken und sagen, Leute, heute Arme oder Beine, wollte ich gerade sagen, also so ein Trainingsspruch mit Bezug, und dann motiviert Leute, ist euch klar, dass am Sonntag, den 9. das Thema Wahlen ansteht, dann hat das einfach eine ganz andere Hebelwirkung, als wenn man das irgendwo anonym liest und denkt, da habe ich gar nichts mit zu tun. Das ist so ein bisschen, man schimpft ja oft über das Thema Influencer, aber im Prinzip ist es die am meisten auf Mikro-Influencer setzendste Kampagne, die wir je gemacht haben. Also wirklich auf ganz, ganz präzise Communities, in die wir sozusagen versuchen, mit den Botschaften auch zu dringen. Was ist denn persönlich Ihnen eigentlich wichtig? Also es gibt ja die Bezirkswahlen und die Europawahlen stehen jetzt direkt vor der Haustür am Sonntag. Was sind denn so Themen, die Sie persönlich so gerade motivieren oder bewegen, zur Wahl zu gehen? Da gibt es ganz, ganz viele, da brauche ich gar nicht so viel. Ich habe bei Politik und Geschichte studiert, deswegen ich bin sozusagen grundsätzlich da leider sehr motiviert, aber das sind ja nicht alle. Ich finde, es gibt natürlich total viele Anlässe aus der jüngsten Vergangenheit, die mal wieder zeigen, wie wichtig die Demokratie für alles Mögliche ist, was unser Leben betrifft. Und da können wir
auf Kriege gucken und wir können natürlich auch auf Dinge gucken, die in Deutschland passieren. Und ich glaube, da kann man schon ganz, ganz viel an Motivation draus speisen. Also ich glaube, es gibt Gründe genug. Und wir sind ja auch der Staat. Also insofern, wenn man hier in der Freiheit leben will und in einem, ja, in einem tollen Land, was ganz viele Chancen bietet, dann gehört es dazu, dass man sein Kreuz macht. Unbedingt. Jetzt können Sie Ihr Kreuz machen, nämlich bei Nice oder Scheiß. Das ist unsere kleine Rubrik am Ende unseres Gesprächs. Wofür haben Sie sich entschieden? Etwas loben oder etwas dissen? Auf jeden Fall etwas loben. Ich glaube ja auch immer an die positive Kraft von Kommunikation und auch an positive Narrative. Nee, ich nehme auf jeden Fall Nice. Also über Scheiß habe ich nicht mal nachgedacht. Na, dann mal los. Ja, also wenn man mal was loben will in Hamburg, da gibt's ja eigentlich alles. Die Hamburgerinnen und Hamburger sind ja auf jeden Fall auch welche, die ihre Verantwortung übernehmen. Das haben wir auch bei den Demos und so weiter gesehen. Ich habe mir jetzt aber überlegt, ich würde gerne einen Ort herausgreifen, der vielleicht gar nicht so oft im Rampenlicht steht und über den oft geschimpft wird. Das sind ja die Schulen. Und loben möchte ich die Stadtteilschule Alter Teichweg in Hamburg-Dulsberg mit dem wunderbaren Schulleiter Björn Leng-Venus, der wirklich einen Ort geschaffen hat, wo miteinander ja Gesellschaft gestaltet wird, den ich wahnsinnig bewundernswert und inspirierend finde. Und auf den Ort bin ich als Hamburgerin extrem stolz, dass der bei uns in der Stadt ist. Liebe Frau Lagemann, recht herzlichen Dank. Tolle Idee mit der Motivationskampagne. Ich hoffe, Sie motivieren eine ganze Menge. Also ich glaube, im 1-zu-1-Gespräch wird Ihnen das sehr gut gelingen. Ich bedanke mich recht herzlich und sage Ahoi. Ahoi, zurück. Schönen Tag. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.